Hallo, mein Name ist Christopher Clay, C3O Online. Ich arbeite als parlamentarischer Mitarbeiter einer deutschen Europaabgeordneten und wollte auf zwei Dinge aufmerksam machen. Erstens, noch bis 11. Juni möchte die EU-Kommission von euch allen im Rahmen einer öffentlichen Konsultation wissen, was sie zu zwei Detailfragen der kommenden Urheberrechtsreform machen soll. Die erste davon ist die Frage der Panoramafreiheit, und zwar ob Gebäude und Kunst im öffentlichen Raum unter Urheberrechtsschutz steht, beziehungsweise ob es eine Ausnahme dafür gibt, wenn man Fotos von Dingen, die im öffentlichen Raum sind, macht und dann kommerziell verwertet, wie zum Beispiel auf Facebook hochzuladen, was eine kommerzielle Verwertung seitens Facebook ist. Das ist in Österreich Rechtslage aktuell, dass du diese Freiheit hast, in manchen anderen Mitgliedstaaten nicht, in Belgien und Frankreich nicht. Und die EU fragt, ob das harmonisiert werden soll. Also da würden wir uns wünschen, dass ein starke Antwort aus der Bevölkerung kommt, dass wir diese Freiheit in ganz Europa genießen sollen, dass es keinen Sinn macht, dass ich im Urlaub in Frankreich vielleicht den Eiffelturm bei Nacht nicht fotografieren darf. Also die zweite Frage, die da in der Konsultation vorkommt, ist das Leistungsschutzrecht. Wir erinnern uns ganz kurz, in Deutschland und in Spanien eingeführt, damit Google News zahlen müsste, wenn es auf Zeitungswebsites verlinkt, mit kleinen Ausschnitten von deren Artikel. Resultat war katastrophal. In Spanien wurde Google News abgedreht. In Deutschland hat Google News eine Gratislizenz von den Zeitungen bekommen, nachdem ihr Traffic eingebrochen ist. Also es hat niemanden irgendwas gebracht und es bedroht das freie Teilen von Inhalten im Netz. Und die EU-Kommission möchte wissen, ob sie sowas auf Europaebene einführen soll. Da müssen wir ganz stark Nein sagen. Und die zweite Ankündigung war, am 25. Mai stellt die EU-Kommission Maßnahmen gegen Geoblocking vor. Hauptsächlich E-Commerce, also dass man in Zukunft nicht mehr automatisch redirected werden kann, wenn man auf irgendeine E-Commerce-Shopping-Seite geht, zu einer lokalen Version. Also es kann nicht mehr, man kann nicht mehr gezwungen werden, aufgrund der IP-Adresse zu einem anderen Shop umgeleitet zu werden und solche Maßnahmen. In den nächsten Monaten wird Geoblocking ein großes Thema auf Europaebene sein. Und wenn euch das stört, dass dieser Inhalt in eurem Land nicht verfügbar ist, dann bringt euch in den nächsten Wochen und Monaten ein, kontaktiert eure Abgeordneten, weil darüber wird noch viel gestritten werden. Endgeoblocking.eu, ich habe ein paar Sticker da. Danke. Keine weiteren Ankündigungen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die sehr zahlreiche Aufmerksamkeit, auch für die sehr spannenden und sehr unterschiedlichen Vorträge. Wir gehen über zum lustigen Tratschen und verabschieden uns hiermit von der Außenwelt. Danke.